Hallöchen und willkommen zurück zu GTA Online. Wir sind immer noch im Waffenladen hier und ich dachte, wir gehen noch mal eine Runde an den Schießstand mit einem anderen Wummen da. Weil Franklin, naja, so viel Fortschritt hat er jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Wir wollen mindestens bis zum vierten Balken kommen. Der Rest erledigt sich dann im direkten Kampf. Hoffe ich zumindest. Außerdem tun wir damit unsere Munitionskapazitäten erhöhen und davon brauchen wir immer eine Menge. Ja, ich möchte direkt mit Sturmgewehren, weil ich mit Sturmgewehren lebe. Ich spiele eigentlich fast nur mit Sturmgewehre. Deswegen fangen wir auch direkt mal mit dem Sturmgewehr an. Herausforderung, ja, ja, Standard. Wie man sieht, komme ich überhaupt nicht klar. Ging auch mal besser. Was haben wir? Silber? Boah, naja. Geht besser. Aber... das musst du erstmal so lang. Oh, scheiß die Wand an. Ja, in Stößen sind manchmal vielleicht doch ein bisschen besser. Multiplikator für den Arsch. Ah. Fehlt mir irgendwie die Konzentration dazu, wenn ich euch nur unterhalten muss nebenbei. Oh yeah. Aber das wird schon. Wenn man beides kann, ist man wirklich gut. Ach du Scheiße. Komm schon, ein paar Punkte gehen noch. Boah, dann hätten wir ja bald Gold gehabt. Nee, also es wird besser. Würde ich mal sagen. Ja, la, 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 la. Ach du Scheiße. Also gewinnt man keinen Kampf. Ich hätte mal meine Sensibilität hier ein bisschen hochstellen sollen. Das war jetzt nicht so unbedingt der Kracher. Na, gehen wir mal zur Karabiner. Vielleicht kommen wir mit der ja besser klar. Nächst. Ich bin auch viel zu hektisch gerade. Ich kann mir auch ein klein wenig mehr Zeit lassen. Eine Nanosekunde. Naja. Müssen wir denn dafür machen? Kaufe das Kampfgewehr oder erreiche Gold in einer Sturmgewehr-Herausforderung. Wo waren wir denn am nächsten am Gold dran? Hier, ne? Versuchen wir nochmal mit der Karabiner. Da haben uns ja nicht viele Punkte gefehlt. Dickes Magazin wäre gar nicht mal so übel. Und wir können die auch noch modifizieren, damit die uns ein bisschen besser in der Hand liegt. Na komm schon.
Komm schon. Naja. Aber wir haben es geschafft. Mit 27.000 Punkten. What the fuck? Okay, das war schon mal besser. Dann können wir das Kampfgewehr jetzt mal benutzen, eine Runde. Vielleicht kommen wir damit auch auf den anderen Dingern auf Gold. Man merkt, mein Skill erwacht langsam wieder. Ich taue langsam auf. Aber wen juckt's? Nehme ich überhaupt auf? Gute Frage. Nee, Mann, Alter, damit geht ja gar nichts. Das ist ja jetzt schon fail. Ah, nicht mal Silber. Was haben wir denn noch hier? Schrotflinten, leichte Maschinengewehre. Ja, mit Schrotflinte sollten wir da nicht so viel Probleme haben. Einfach in die Menge rein. Die Streuung muss höher sein. Ja, haben wir fast auf Gold geschafft, ja. Versuchen noch mal. Ah, scheiße. Na, ah, ich dachte, hier treffe ich vielleicht. So, nein. Da hat mich die Streuung wieder verarscht. Na scheiße. Nee, das hat mich jetzt gepackt hier. Das will ich auf Gold haben. Das war jetzt schon wieder ein richtiger... Lad nach! Ach, geistig behindert. Einfach weiter. Ups. Muss ich erstmal nachladen. Himmelarschen Wolkenbruch. Jawohl, geht doch. Einfach mal abwarten ein bisschen und nicht so hektisch, dann klappt das. Sturmschrotflinte, welche war das nochmal? Irgendeine von denen ist doch halbautomatisch. Nein! Schauen wir mal. Alle vier auf einmal, alle. Klappt aber auch nicht, ne? Alter, fast geschafft.
könnte klappen mit der. Wir müssen nur mehr Punkte rausholen. Boah, 7, jawoll! Jawoll, haben wir doch geschafft. Läuft bei uns. Hört auch noch mal. Hier ist echt schwierig, da bräuchte man vielleicht doch eine andere. Mit weniger Streuung. Versuchen wir nochmal die abgesägte. Aber die hat ja noch mehr Streuung, wenn die abgesägt ist. Läuft bei mir. Ist schon besser gelaufen. Haben wir auf jeden Fall Silber. Dann haben wir noch die Ballpap, Ballpap, Bulle, Bulle, Bup. Komm näher, mein Freund, komm näher. Urknapp. 20 Punkte fehlen uns da nur. Komm schon. Ah, die sind zu weit weg dann da hinten. Das war ja schlechter als vorhin. Was mache ich denn hier falsch? Muss schneller werden. Müssen noch ein Unterteil hier hinten haben. Jawohl, wir haben es geschafft. Schrotflinte alle auf Gold. Mal die Maschinenpistolen. Boah, die ist ja geil. Die Sturm-MP, ne? Scheiße. Ja. Geht doch. Puh. Ja. Die liegt uns gut, die Waffe. Hier müssen wir mindestens genauso gut sein. Naja, haben wir. Hätten mehr reißen können, aber es geht.
Boah, mit den MP sind wir echt gut. Direkt auf Gold. Mhm, oh. Lad schneller. Komm doch. Nein, 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 nein. Naja, haben wir auf Gold. Die haben wir direkt alle drei gerissen. Aber wir wollen noch mal hier die anderen ausprobieren. Schießen wir einfach mal drauf. Der MP5, glaube ich, hier, was das sein soll. Die hat nicht so viel Money. Yes! Na, Bestpunktzahl haben wir nicht erreicht mit der. Da haben wir noch die Mikro-MP. Hier kann man richtig gut boosten irgendwie. Toll. Cool. Läuft mit der Waffe. Ja, wir probieren einfach mal. Boah. Das müssen wir doch hier mal. Warte mal. Boah, das müssen wir noch schaffen hier. Dann können wir mit der Minigun draufhalten. Mindestens Bronze. Oh mein Gott, die sind schon viel schwerer Hand zu haben. Aber das sind ja auch schwierigere Waffen. Fehlschlag. Ach du Scheiße, das ist gar nicht mal so easy. Mist, wir müssen die zwei Herausforderungen auf jeden Fall mit der Waffe hier schaffen. Wird gar nichts, Alter. Das ist so schwierig gerade mit der Knarre hier. Gut. Eine haben wir. Oh, ich kann mit der MG überhaupt nicht umgehen hier. Da ist mir das andere lieber. Puh. Na, um Himmels Willen. Ey, so klappt das besser. Da verzieht die nicht so heftig.
Alter, war ja mal hart, diese Waffe hier. Probieren wir das mal. Nachladen. Ach du Scheiße, ey. Wie ist der bekloppt vor lauter Zielen? Gerade mal ein bisschen Concentration hier. Aber mit der komme ich schon besser klar. Ich denke mal, brauchen wir denn irgendeiner Disziplin hier? Ne, doch nicht. Minigun. Ich komme immer nur auf 100. Ja. Naja, komm, es reicht langsam mit dem Schießstand hier. Wir wollen noch mal wieder. Alter, wie stumpf der das Ding so abgeschmissen hat. So. Ah ja, schießen ist ja fast voll jetzt mit Franklin, also der kann jetzt schießen. Hat auf jeden Fall was gebracht, die zwei Völkchen. Tja, dann geht's weiter mit der Story. Ich würde sagen, wir besuchen mal den Michael wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.